Li Wenzhu und ihr Sohn Chuan Chuan sind in Sicherheit. Sie sind in der Wohnung von Freunden untergekommen. Gestern hätte ich noch nicht gedacht, dass ich meine Wohnung verlassen und hierher kommen kann. Ich bin immer noch etwas angespannt. Denn Li Wenzhu hat Stunden voller Schrecken hinter sich. Den ganzen Tag hatte eine aggressive Meute ihre Wohnung belagert. Eine Bekannte wurde verprügelt. Freunde, die ihr zur Hilfe kommen wollten, wurden bedrängt. Als sie selbst die Wohnung verlassen wollte, wurde ihr Gewalt angedroht. Vermutlich eine Racheaktion von Chinas Geheimdienst. Denn Li hat den Staat herausgefordert. Sie kämpft um ihren Mann. Der Menschenrechtsanwalt Wang Junjiang wurde 2015 gemeinsam mit mehr als 200 anderen verhaftet. Seit er verhaftet wurde, hat ihn niemand besuchen können. Niemand hat ihn gesehen. Wir wissen nicht, ob er in Sicherheit ist. Die anderen sind inzwischen wieder frei. Doch von ihm fehlt jedes Lebenszeichen. Li Wenzhu hat sich deshalb auf den Weg gemacht. Zu Fuß wollte sie 100 Kilometer bis zu dem Gefängnis gehen, in dem sie ihn vermutet. Ihr Protestmarsch endete in einem Polizeiwagen. Die Belagerung ihrer Wohnung, wohl ein Einschüchterungsversuch. Schau mal, das habe ich gefilmt, sagt der 5-jährige Chuan Chuan. Er hat alles mit angesehen. Und auch, wenn er unbekümmert wirkt und durch die Gegend springt, der Tag hat Spuren hinterlassen. Ich habe keine Angst, sagt er. Ich würde sie am liebsten mit meinem Schwert erschlagen. Das ist es, was ich will. Auch wenn das Halunken sind, sagt seine Mutter, du darfst wütend sein und deinen Ärger und Kampfgeist ausdrücken. Aber wir wenden keine Gewalt an. Wenn ich aus dem Haus gehe, um etwas zu erledigen, dann fragt er mich oft, Mama, nehmen Sie dich auch fest und stecken dich ins Gefängnis? Die nächsten Tage wird sie sich erstmal hier um ihren Sohn kümmern. Doch solange sie kein Lebenszeichen von seinem Vater hat, will sie die Suche nicht aufgeben.